hinterstes Eck, sagen wir mal, in die Mitte von Spanien wäre ungefähr Madrid. Nicht so ungefähr mittig. Nee, nicht wirklich. Sagen wir Madrid. Von Hamburg aus weiß ich jetzt nicht, aber von da, wo ich ausgefahren bin, waren es 2.500 Kilometer. 3 Tage fahren. Ja, das war nicht schlecht, das war lustig. Toll. Kommst du aus Österreich? Donnerstagabend geladen, Biogasanlage, die haben sie zerlegt mit dem Schweißbrenner. Die wurde dann im Osten drüben, in der Nähe von, nee, nicht im Osten, oder? War das im Osten? Ja, es war im Osten. Vogtland sah die Richtung. Wurde das Ding wieder entladen auf einen riesig großen Platz. Ja, mit dem Stapler, ich weiß es nicht mehr. Da kann ich wieder mal mitnehmen. Also was sie da, mit was sie da abgeladen, keine Ahnung. Ich glaube, ein Stapler. Der Kollege, der hat den Behälter draufgekriegt, einen Kessel. Der hat ungefähr 1,5 Meter nach hinten ausgeragt. Aus Österreich mit so einem Ding rausfahren, das ist Abenteuer pur. Weil die Österreicher, die haben den angehalten und haben gesagt, du darfst nicht weiterfahren. Warum? Ja, Genehmigung. Bitte? Genehmigung? Habe ich keine. Tja, Junge, da bleibt die Kiste stehen. Wenn du keine Genehmigung, dann bleibt die Kiste stehen. So war das. Keine Genehmigung, darfst du nicht weiterfahren. Das ist Österreich pur. Ist auch in Deutschland so. Wenn der Ding hinten ausragt und du hast keine Genehmigung dafür, tja, dann hat er verschissen. Das ist was anderes, wenn du Langholz fährst. Langholz, wenn du fährst zum Beispiel Balken oder so, wenn die mal so 1,5 Meter nach hinten ausragen, machst du ein rotes Ding hin. Kein Thema in Deutschland. Aber wenn du einen Kessel drauf hast, der ungefähr, ne, Überlänge, dann darfst du das nicht ohne Genehmigung machen. Kessel ist wieder was anderes. Also den haben sie jedenfalls in Österreich angehalten und haben gesagt, ohne Genehmigung kommst du hier nicht raus. So war das. Da waren wir nur mit 2 LKWs oben, haben die Biogasanlage oder was auch immer das für ein Teil war, haben wir abgeladen. Für Gag. Die Rohre, die haben das einfach Planer auf und reingefetzt. Draufgestellter Zeug und reingeschmissen. Ja, ja. Freitag früh entladen. Bis um 11 Uhr rum. Denkst du, wunderbar, wir sind entladen, jetzt laden wir noch und dann fahren wir nach Hause. Ja, schön nach Hause fahren. Ach, ist das nicht herzallerliebst. Angerufen, wo darf ich denn laden? Da hieß es hier, Richtung Chemnitz, da die Richtung, wie hieß denn das Kaff? Eisenberg, irgendwas. Auch wieder Vogtland, etwas weiter drüben, Vogtland, weiß ich nicht mehr, wie das Kaff heißt, muss man auf der Karte gucken. Ich vergesse den Namen ständig. Da haben wir für Spanien EC-Automaten unser Zeug bekommen. Gerätschaften für Spanien, für eine Bank. Banco Madrid war das. Ja. Das ist wunderbar, dann lade ich das und dann fahren wir morgen Sonntagabend fahren wir los. Ja, nee. Wie? Weil der zweite Kollege noch da, ne? Der durfte auch mitfahren. Wir sind ja mit 2 LKWs gewesen. Dort gewesen. So mit ladende Biogasanlage und derjenige, der mit mir dort war, der durfte dann auch da oben laden müssen. Mit 2 LKWs sind wir aufgefahren. Da sagt er so, nee. Das war der übrigens mit dem Motorradfahrer.
der den Motorradfahrer platt gemacht hat. Denn ist in der Kurve ist immer ein Motorradfahrer und dann ein Vorderreifen durchgefahren. Der Reifen war kaputt. Was mit dem Motorradfahrer war, ne? Also wenn der Reifen vom LKW vorne kaputt ist, kann man sich ungefähr vorstellen, was mit dem Motorradfahrer ist. Brauche ich nicht sagen, was mit dem war. Ne? Also von dem ist nicht viel übrig geblieben. Immer so. Der ist in der Kurve, musste der ausholen, ne? Weil der Auflieger ja hinten nachliegt. Der läuft nach. Und da kam ein Motorradfahrer entgegen. Ja, ist gefährlich. Wenn man dann mit dem Motorrad noch schön in der Mitte fährt. Heißt nicht, dass ich was gegen Motorradfahrer habe. Ich fahre selber Motorrad oder bin früher selbst Motorrad gefahren. Werde mir wahrscheinlich auch wieder eine Geländemaschine holen. Entweder Gelände- oder Straßenmaschine. Ich weiß noch nicht. Dem hat es den Reifen zerfetzt. Auf jeden Fall. Ja, ist wurscht egal. Ja, aber da oben haben die Bankautomaten haben wir gekriegt. Und dann sagt er so, ne, wir fahren den gleichen auf. Aha, kein Wochenende, nö. Ab Richtung Grenze, sobald wir mal kommen, bis Samstagabend, 18 Uhr, ist Feierabend. Sehr schön. Finde ich toll. Samstagabend, 18 Uhr, Feierabend, Sonntagabend, 22 Uhr, wieder rausfahren. Naja. Dann sagt er zu mir, wir bleiben zusammen. Ja, er fährt voraus. Ich soll schön hinten bleiben. In der Ebene. Aha, ist recht. Gott, dass dieses Arschloch 92 fährt und nicht nur 90 oder 89. Meine Mühle war nicht besonders schnell. Ja. Wenn du gleich raus hörst, trete ich dir ins Kreuz. Komm. Brückenschell. Ja. Kaum aus dem Rastplatz raus, ist er weggezogen. Wie soll es auch anders sein? 92. Und ich ohne Navi. Pech gehabt. Also Spanien hatte ich nicht drin, Frankreich hatte ich kaum drin. Ich habe mir noch ein neues Navi gekauft. Und da musste ich erst die Karten aufspielen. Das war eine Aktion. Navi am Computer anschließen und dann das Kartenmaterial über USB hochladen. Ja, das war eine Aktion. Das erste Mal hat er mir die Karte nicht angenommen und musste ich nochmal Kartenupdate machen. Das hat ewig gedauert, bis die Scheißkarte oben war. Das sind so Pakete, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien. Das sind so Pakete, so 500 MB, 200 MB, 100 MB, ein kleines Kart mit 50 MB. Was geht denn hier ab, ey? 60. Ja. Aber es war nicht schlecht. Dann hatte ich ja noch mein Becker Navigationsradio drin mit den zerkratzten CDs. Das kam ja auch noch dazu. Die hat er teilweise nicht gelesen. Manchmal hat er, manchmal hat er nicht. Ein Österreicher eingelegt, Karte, also eingeben. Über dieses komische Navi, dieses Drehrädchen, Bad Becker Radio. Das war immer so drehen, bis der Buchstabe erscheint. Blub, drücken, drehen, blub. Buchstabe eingeben. Wieder drehen, bis auf den Gürtel. Das ist so eine, da steht A, B, C, D, E, F, G auf dem Radio drauf. Ne? Bis in XY
Man musste die Lautstärke am Lautstärkegrill musste so lange drehen, bis der gewünschte Buchstaben hervorgehoben wird. Ja, so ein Cursor, so ein schwarzer Cursor, und dann geht dann das Alphabet durch. Und jedes Mal, wenn der Buchstabe kommt, klick. Und so gibst du dann Ort, Straße und so weiter ein. Naja, das ist das Bäcker-Navigationsradio. Das gab es früher. Da gab es früher nichts anderes. Solche Navis, wie wir heute haben, das war so wie die Handys früher. Ja. Klar. Mit Mühe und Not habe ich es gefunden. War eine Einbahnstraße. Von der einen Seite durftest du nicht reinfahren. Da habe ich geguckt, sag mal, ist denn die scheiß Straße hier? Habe ich die Straße gefunden, habe ich mindestens eine halbe Stunde gesucht, bis ich die scheiß Straße gefunden habe. War ja auch verwinkelt da hinten drin. Oder so ähnlich. Das war schon nicht schlecht. Muss da ganz ehrlich sagen, durch Frankreich durchgebrettert. Einmal verfahren in Frankreich, denke ich mir, hoppala, hier muss ich doch gar nicht lang wieder zurückfahren. Da geht's mir über. Naja, gefunden habe ich es trotzdem. Habichtswald. 1000 Meter. Nur Parkplatz, ohne Scheißhaus, alles klar. Und dann war die Straße vollgestanden mit PKWs und Bussen. Habe ich noch ein Plätzchen gefunden und habe ich mich hingestellt am Seitenstreifen. Straßenrand. Mitten in der Stadt. Und rechts neben mir war die Bank. Und ich war drüben links auf der am Bordstein stand mit meinem LKW. Und dann früh aufgewacht. Da ist man rübergelatscht, Papiere abgeben, sagt er, ja wunderbar, komm rückwärts rein mit einem Zug. Und dann ist der Kollege angetackert. Der hat geguckt. Magst du schon, ja? Ja, siehst du mal, ne? Ich bin schneller wie du gewesen. Das Schönste war ja, wenn du ohne Geld irgendwo hinfahren darfst. Du bist nicht drauf eingestellt. Du bist ja nicht drauf eingerichtet, dass du jetzt mal nach Spanien runterfährst. Du hast kein Geld dabei. Da stehst du da, kannst du nichts kaufen. Naja. Österreich zum Beispiel, wo ich die Biogasanlage abgeholt habe. Da war ich noch in Passau, weil mir ist mein Laptop kaputt gegangen, mein Notebook eigentlich. Mir ist mein Notebook kaputt gegangen, Garrycom war das, Garrycom Computer, Notebook. Kaputt gegangen, und dann bin ich rein zu diesem komischen Markt in Passau. Da habe ich dem gesagt, pass mal auf, ich brauche ein Notebook. Gescheites Notebook brauche ich, wo man mit spielen kann. Wo man aber was mit machen kann. Was hat das Ding gekostet? Knapp 2000 Euro. Damals noch. 1900, aber zerquetscht.